Es sind regelrechte Jagdszenen. Die Polizei versucht, die Randalierer zu schnappen. Böller, Flaschen und Steine fliegen in die Menge. Die Einsatzkräfte sind mit einer Hundertschaft in Harburg und Wilhelmsburg angerückt. Wir haben in den letzten Jahren tatsächlich festgestellt, dass auch Krawallmacher den Halloween-Abend erkannt haben und für sich nutzen. Das hat in den letzten Jahren gefühlt schon zugenommen. Am Harburger Ring rund um den Bertha-Kröger-Platz versammelten sich am Halloween-Abend über 150 vorwiegend junge Menschen, die sichtlich auf Krawall aus waren. Hier geht alles ab und so, also hier ist Randale und so. Und was macht denn hier? Warum sind hier? Von den Wurfgeschossen und Böllern wurde keiner verletzt. Doch die Polizei nahm einige Krawallmacher in Gewahrsam, wie diesen Mann im Halloween-Häftlingskostüm. Mit Blick auf das Einsatzgeschehen in Harburg und Wilhelmsburg hatten wir etwa rund ein Dutzend Personen, die vorübergehend in Polizeigewahrsam kamen, entweder nach der Begehung von Straftaten oder zur Verhinderung von Straftaten. Und unterm Strich haben wir über 20 Verfahren eingeleitet, zum Beispiel wegen Widerstandes gegen die Vollstreckungsbeamten oder wegen Landfriedensbruchs oder Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Gegen 22 Uhr gestern Abend war der Spuk vorbei und die Polizei hatte die Plätze, an denen die Randale stattfand, geräumt.